Ich kann halt nicht lügen, weil ich bin so ein guter Fan. Schau mal, wie Daniel jetzt gerade leicht ist. Einfach ein bisschen die Punkte erschleichen. Du willst die Punkte erschleichen. Hör, ich bin nicht taub, ich sitze neben dir, okay? Oh. Ah. Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel mit mir Kanal. Leute, heute sitzt hier der liebe Claudio. Und die wunderbare Danja. Dankeschön, ja. Habe ich gewartet. Ich habe ja letztens schon mal so eine Nicht-Lügen-Challenge, oder wer kann besser Lügen-Challenge gegen Kahn gemacht. Und ich möchte heute Claudio herausfordern, weil gegen Kahn habe ich leider verloren. Ellie. Aber wir machen das heute auch einfach nochmal mit Adopt-Me-Figuren. Es ist relativ einfach, wir haben hier eine Tafel, da schreiben wir unsere Punkte auf. Ja. Du bekommst 2 Punkte, wenn du lügst und ich dich dabei nicht erwische. Ja. Du bekommst 0 Punkte, wenn du lügst und ich dich dabei erwische. Ja. Du bekommst einen Punkt, wenn du die Wahrheit sagst und ich glaube, es ist eine Lüge. Klingt gut. Ist einfach, oder? Und der errät, der bekommt immer keinen Punkt, sondern nur okay. der kann. Die Figuren hat Kahn ausgesucht, oder? Ja, die Figuren hat Kahn ausgesucht, das heißt, wir werden sie sehen. Ich fange an, ich nehme mir die erste Figur. Ja. Lüge. Lüge, Lüge, Lüge. Okay, ich zeig's euch erstmal, was ich hier habe. Ja. Oder wen. Also, vor mir liegt tatsächlich Shane. Ja. Der aber nicht in seinem Klassenzimmer steht, sondern der ist einfach so ausgeschnitten mit so einer Kontur drumherum. Er hat seine Shane-Klamotten an, halt, also diesen Hut und sein blonder Bart, seine Haare, beige Kastenjacke. Welche Farbe hat die Kontur? Die Kontur, die außen drumherum ist? Ja. Die ist hell, die ist, also ist nicht weiß, aber so creme. Welche Schuhe trägt er? Shane hat solche, nicht Wanderschuhe. Aber so, es sieht halt aus wie Boots, aber es geht halt in die Hose über. Farben? Ja, auch beige. Ja, das stimmt schon. Wie wird Shane geschrieben? Das steht da nicht drüber, aber er wird S-H-A-N-E geschrieben. Das ist auch richtig. Magst du Shane? Ich liebe Shane. Ich würde sagen, das ist eine Lüge. Nein, natürlich ist es eine Lüge. Ich hab hier Papa Kahn. Ah, okay, cool. Hey, wie bist du drauf gekommen, dass es eine Lüge ist? Ich hab doch alle deine Fragen korrekt beantwortet. Die hast du zu gut beantwortet. Okay, du bist dran. Ich bin dran. Darf ich einfach von oben ziehen? Ja, du kannst einfach irgendeinen Zettel ziehen. Ach, irgendeinen? Ja. Ja gut, dann nehme ich mir irgendeinen. Okay. Zeigst du das mal, was du da hast? Ja. Ich habe hier eine wunderschöne Figur. Die hat eine so dunkle Kontur. Die Person, die ich beschreibe, hat weiße Haare. Die sind so in einem Igelmuster. Also hast du Baby Kahn wahrscheinlich. Ja, das ist Baby Kahn. Die Hose ist dunkel. Das Oberteil ist so türkis. Wo ist denn das Türkis bei Baby Kahns Pullover? Ich will jetzt oben. Oben ist Türkis, dann ist die Hose dunkel, dann sind die Schuhe dunkel, die haben so weiße Muster, die Schuhe, so einfach da ist noch ein bisschen weiß dabei. Dann halt Baby Kahn, also Kahns Gesicht da drauf. Mit welchem Gesichtsausdruck macht er? Kannst du den nachmachen? Warte, ich muss mir den Gesichtsausdruck angucken. Ja, zeig mal. Macht so. Okay, du sprichst die Wahrheit. Und das ist Wahrheit. Ja. Mann, ich hätte das nicht machen dürfen mit dem Gesicht, oder? Nein, das hättest du nicht machen dürfen. Das hättest du schlechter machen müssen. Ja, das schade. Hatte ich verraten. Also kriegst du nur einen Punkt? Nein, du kriegst keinen Punkt. Kein Punkt. Na gut, dann bist du wieder dran. Ich weiß ja nicht, welche Figuren also Kahn ausgesucht hat. Deswegen würde ich vielleicht bei mir nicht alle Namen aufsagen, dass du das schon Bescheid weißt. Okay. Aber müssen wir die Punkte ausschreiben? Nein, ne? Ja, nur wenn wir welche bekommen. Oh, okay. Na los, Danja. Okay, also ich habe diese Figur, wieder eine Figur ohne Hintergrund. Eine meiner absoluten Lieblingsfiguren tatsächlich. Wer? Blaue Haare, blaue, also Jeans-Klamotten, einfach cute. Sprich für Baby Claudio. Blaue Haare? Sprich für Mama Danja. Also es ist nicht Mama Danja, es ist Baby Danja. Ah, okay. Was möchtest du wissen? Wie sieht ihre Hose aus? Eine Ripped Jeans. Ripped Jeans? In welchem Muster? Also welche Farbe? Also die Hose ist eine Jeans. Ja. Ich dachte gerade, du willst einfach gucken. Nee. Die Hose ist eine Jeans, so eine helle Jeans halt. Wie viele Löcher hat die Ripped Jeans? So schlecht. 8. Aber du sagst sie weiter. Also schau mal, wenn es Baby Danja ist und es sind nicht 8 Löcher in der Ripped Jeans, dann hast du gelogen. Wir dürfen nicht so über kleine Details lügen, sondern nur über die Person. Also wir dürfen wirklich nur die Person, wenn es jetzt Baby Danja ist, ja.
Und da sind halt nicht 8 Löcher in der Ripped Jeans, dann habe ich mich verzählt. Schuhe? Schuhe sind weiße Sneaker. Es ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit. Ja? Ja, es ist die Wahrheit, Mann! Claudio, du bist dran. Wir sind beides keine guten Lügner, oder? Ich habe eine bezaubernde Dame. Sie hat wenn das nicht Mama Danja ist. Sie hat wunderschöne blaue Haare. Ja, wenn das nicht Mama Danja ist. Sie trägt wie du ein ähnliches Outfit, aber nur halt als erwachsene Person. Mhm. Was möchtest du wissen? Wie viele Löcher hat die Ripped Jeans? Lass mich zählen. Ja, so wie bei dir eine 8, würde ich mal sagen. Das ist ja dieselbe Hose. Ich sehe da jetzt zwar ein bisschen mehr, aber ich würde sagen 8. Mhm. Trage ich dann einen Gürtel? Das sehe ich hier nicht auf dem Bild. Bei den Gürtel kriegst du ja in der Hose, das sehe ich hier leider echt nicht. Ich würde es beantworten, schaut mal. Du lügst. Ist das deine Antwort? Ja. Mann, wieso bin ich denn so schlecht? Das ist Mama Danja! Hä, aber du siehst doch den Gürtel. Nein, wo? Hier! Das ist doch kein Gürtel. Das ist der Gürtel. Ja, okay, da hast du recht. Aber ich dachte, das wäre nicht der Gürtel. Aber wer trägt denn die Hose bis zum Bauchnabel? Moi? Das ist kein Gürtel. Hä, na, High-Rise-Jeans trägt man bis zum Bauchnabel. Natürlich ist das ein Gürtel. Was soll das sonst sein? Ein Tuch, was ich mir um die Taille gebunden habe. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass es ein Gürtel ist, aber ich trage doch nicht meine Hose bis hierhin. Aber ich schon vielleicht. Aber warum? Naja, weil es schöner ist. Na gut, dann kriege ich jetzt immer noch keinen Punkt. Es sieht sehr mau aus bei uns, muss ich sagen. Ich glaube, ich hätte einfach sagen müssen, es sieht so aus, als würde sie einen Gürtel tragen. Das wäre, glaube ich, besser. Ja. Ach Mann, Claudia, jetzt komm, streng dich an. Habe ich hier folgende Person. Ja. Da könnte es für dich tatsächlich schwierig werden. Weil ich sie nicht kenne. Doch, du kennst die Person. Ja. Du kennst die Person sehr gut. Ja. Das Problem ist nur, ich glaube, du weißt nicht, wie der Skin aussieht. Ja. Ich habe hier Tante Bianca. Okay. Tante Bianca trägt blonde Haare. Ja. Mit ein paar bunten Strähnen drin. Rosa Pullover. Welche Farbe? Ripped Jeans, rosa. Ja. Möchtest du irgendwas wissen? Welche Farben sind in den Haaren? Pink und blau. Hast du nicht gesagt blond? Ja, ja, auch. Also hauptsächlich blond und danach kommt pink und blau dazu? Ja. Bei dem Outfit lügst du nicht. Sie hat was Pinkes und auch was Helles. Auch eine Ripped Jeans tatsächlich. Bei den Haaren bin ich mir nicht sicher, ob das nicht ganz blond war. Deshalb würde ich sagen, lügst du gerade. Nein, ich spreche die Wahrheit. Ihre Haare sind tatsächlich blond. So sieht sie aus. Ja. Ja. Ja, das ist Tante Bianca. Mann! Aber das ist endlich mal ein Punkt für mich! Yay! Zwei Punkte, oder? Gib mir mal den Stich. Nein, einen Punkt, weil ich habe die Wahrheit gesagt. Ach ja. Nur zwei Punkte, wenn ich lüge. Na gut, dann bin ich dran. Komm, ich mach direkt weiter. Claudio! Ja, ich kann halt nicht lügen. Ich kann halt nicht lügen, weil ich bin so ein guter Mensch. So. Das gar nicht. Bei der Person werde ich nicht den Namen verraten, weil ich mir beim Namen nicht ganz sicher bin. Die Person hat rote Haare, wenn ich das so ganz sehe. Die Person trägt eine Brille, hat wunderschöne blaue Augen, hat eine Frisur mit einem Pony und dann gehen die so an den Seiten so lang. Genau. Outfit ist schlicht, so hell. Ich sage, du sprichst die Wahrheit und ich meine, dass die Person, die da vor dir liegt, Tina ist. Tina ist wer? Die beste Freundin von Mama Danja. Oh, klar! Aber richtig gut. Aber das Problem ist, ich kenne die Person wirklich auch nicht. Das ist Babykans Ex-Freundin. Ja, ich kenne sie nicht. Chloe. Chloe ist eine Scammerin, weißt du was? Oh. Chloe wäre was für euch. Okay, dann bekommst du jetzt 2 Punkte. Was? Ich krieg 2 Punkte? Also ja. War das auch gut gelogen? War sehr gut. Es tut mir leid, weil aber ich... Wirklich gut gelogen. Ich kenne nicht alle Namen, das ist ein bisschen unfair, aber ich kenne nicht alle Namen, tut mir leid. Das ist in Ordnung. Deshalb musste ich jetzt so spielen. Jetzt bin ich gespannt. Okay, ich zeige euch. Ja, zeig's mir auch. Ja, ich zeig's dir auch. Ach Mann! Soll ich dir den Namen auch direkt schon sagen? Nö, musst du nicht. Ich weiß ja nicht, ob du damit was anfangen kannst. Also vor mir liegt Onkel Jan. Onkel Jan trägt einen Anzug und hat so braune Haare und blaue Augen. Sieht so ein bisschen aus wie ein Sunny Boy. Ich habe eine Schwäche für Onkel Jan. Ehrlich? Ja. Ist es dein Onkel oder von Baby Khan? Von Baby Khan, ist der Bruder von Mama Danja. Und du hast eine Schwäche für ihn? Mal ich als Danja, nicht ich als Mama Danja. Das hoffe ich mal. es ist die Wahrheit. Das ist eine Lüge! Das ist Mr. Pissy! Das heißt, du bekommst 2 Punkte. Nicht schlecht, Danja. Merci, merci, mein Dame. Vor allem Madame. Oh, nicht okay. Touché. Nur eine. Oh, hier habe ich den besten und süßesten Jungen, den ich jemals gesehen habe. Und zwar hat der junge Mann, ist ein Baby,
dunkles Haar an den Seiten, auch so Zickzack-Haare. Also bist du es? Nee. Baby Claudio ist es nicht. Das ist Baby René. Genau, ist Baby René. Mhm. In den Haaren, also die Haare sind gefärbt, da ist ein bisschen blau drinne, noch pink drinne. Mhm. Dann hat er ein Oberteil an, das ist auch in den selben Farben wie seine Haare. Von dir aus gesehen, zu welcher Seite zeigen denn die Haare von Baby René? Ich zeig's mal in die Kamera. Warte. In die Richtung. So wie meine Haare jetzt sind. Genau. In die Richtung. Sag du lügst. Willst du dich doch aber anhören, ein bisschen was sagen? Du willst du dich doch anhören? Du lügst. Danja, darf ich noch die Hose beschreiben? Nein, ich sage, du lügst. Darf ich die Hose beschreiben? Nein, ich sage, du lügst. Und ich sag die Wahrheit. Mist! Ja, Danja, warte doch. Mist. Hä, ja, aber du hast doch die falsche Richtung von den... Nein, in die Richtung. Du hast doch gesagt, nach da. Ja, guck mal, und wenn ich das so in die Kamera zeige, dann gehen die nach da. Ja, aber ich wollte doch wissen aus deiner Richtung. Nö, ich hab nur in die Kamera gezeigt. Weil ich habe jetzt überlegt, okay, Baby Renés Haare gehen nach da. Ja, klar, Danja. Ja, natürlich. Du. Ich hab dir gesagt... So ein Käse! Du hast einfach Mist erzählt bei den Haaren. Nö. Die Frage muss präziser sein, Monsieur Daniel. Eine. Ich krieg den Punkt. Schau mal, wie Daniel jetzt gerade leicht ist. Leg Baby René weg! Wenn du sagst, von mir aus gesehen, dann denke ich immer, ich bin hinter der Kamera. Wirklich? Ja, aber es geht doch um mich. Ja, aber mich ist deine Schuld. Ich finde, das ist Daniel ja schuld. Okay. Du wirst die Punkte erschleichen. Ja. Ich höre dich, ich bin nicht taub, ich sitze neben dir, okay? Okay. Vor mir liegt Shane. Ja. Diesmal aber wirklich? Ja. Ich habe dir ja vorhin schon mal beschrieben, wie Shane aussieht. Lüge. Nein, eingeloggt, Lüge. Nein, ich habe die Wahrheit gesagt. Wirklich, Shane. Ja, oh, Mann. Yay, das ist ein Punkt für mich. Ein Punkt, ne? Ja. Also aktuell liege ich einen Punkt vorne. Mhm. Du kannst ja jetzt noch nachziehen. Wir machen jetzt letzte Runde. Also das ist dein letzter Versuch. Okay? Okay. Oh, wer ist denn dieser hübsche Kerl? Vor mir liegt Baby Claudio. Es ist Baby Claudio. Was hast du, also hast du die Ohrhörer drin? Ich Ohrhörer. Deine AirPods. Jetzt hier bei mir? Nein, auf dem Bild. Nein, warum soll ich meine AirPods runter haben? Ja, es gibt Bilder, da hast du deine AirPods noch drin. Ja? Warum? Das weiß ich nicht, warum du die beim Fotos machen drin lässt. Ernsthaft? Oh, vergessen wahrscheinlich. Nee, habe ich diesmal nicht. Ja, dunkle Hose, dunkle Schuhe, dunkles Oberteil, ein Jeanshemd. Ja. Sag doch, sag's die Wahrheit. Ja, ich sag auch die Wahrheit. Yes! Damit habe ich gewonnen! Krieg ich keinen Punkt? Nein, ich krieg einen Punkt. Warum? Also ich krieg jetzt keinen Punkt, aber ich habe gewonnen. Weil du konntest ja jetzt noch nachziehen. Ich habe gewonnen, meine lieben Freunde der Sonne. Damit habe ich jetzt auch endlich mal meinen Erfolg in dieser Challenge. Aber das ist kein Grund, das alles umzuwerfen. Claudia hat bestimmt noch ausreichend Möglichkeiten, um sich bei mir dafür zu revanchieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss.